nach oben, weil der Alchemist, der müsste ja eigentlich da sein. Und wenn der ein Problem hat, dann soll der uns das sagen. Dann können wir das lösen. Höchstwahrscheinlich. Also ich weiß wirklich nicht mehr genau, was jetzt das Problem hier von ihm war. Vielleicht ist das wir ihm jetzt Nelvin hier weggenommen haben. Sein Kumpel. Aber der ist jetzt unser Kumpel. Privaträume waren rechts, okay. Weil da muss er dann ja drin sein. Ich habe ihn zwar gerade nicht gesehen, aber der muss dann ja da drin sein. Ach Leute. So, wo ist der Kollege denn hier? Wo versteckst du dich? Du musst doch hier irgendwo rumlaufen. Da bist du. Komm her. Tut mir leid, aber solange ich meinen Ring nicht bei hier wieder habe, bleiben Bibliothek und Laden geschlossen. Wie war das nochmal mit dem Ring? Ist der in der Krypta? Den Schlüssel zur Krypta habe ich euch gegeben. Bitte versucht, meinen Ring zu finden. Jetzt weiß ich es wieder. Er braucht seinen Ring. Ja, dann heißt das ja, wir müssen wirklich in diese Krypta da. Ich weiß nicht mehr genau, aber ich meine, das war schwer. Wobei die Orks auch schwer waren, weil es sehr viele sind. Ich meine, in der Krypta sind viele Skelette, ja. Und Ghule und Banshees, also so wie man es eigentlich auch erwarten würde. Ne? Dem Heiligen Horn geht's ja. Ich hab's irgendwann mal, ich wusste nicht, dass wir da irgendwas mit machen können. Deswegen habe ich es am Anfang, als ich es gespielt habe, wirklich ohne dieses Horn gemacht. Und das war die Hölle. Ich denke mal, deswegen glaube ich auch nur noch, dass es so unheimlich schwer war. Wir sollten es definitiv einfach mal versuchen. Ich meine, sonst kriegen wir auch diese leere Fiole nicht. Und jetzt sind wir falsch gelaufen. Ja, bei diesen Spielen früher, da zählte noch so ein bisschen die Orientierung. Eigentlich habe ich eine gute Orientierung. Aber so manchmal ist es doch ein bisschen schwierig hier. Ja, irgendwie nordöstlich oder was gibt es ja diese Sumpflilie. Ich kann mich noch grob dran erinnern, wie es aussah. Aber ich weiß auch, das war schwierig, da dran zu kommen. Okay, jetzt wird schon wieder Nacht. Beziehungsweise das, was ich meine, was schwierig war, ist, man muss ja hier irgendwie in den Sumpf rein. Und dann hat man selbst dieses Sumpffieber gekriegt. Oder irgendein Fieber. Und das war relativ unangenehm. Deswegen speichere ich hier auch nochmal. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wir warten eine Stunde und dann schlafen wir. Ich hatte ja schon erwähnt, also ich habe jetzt eine kleine Pause gemacht mit Ember Moon erstmal. Und habe dann erstmal vieles erstmal hochgeladen. Und dabei habe ich gesehen, dass Ember Moon eigentlich doch also relativ gefragt ist. Also ich meine, ich habe noch einen sehr, sehr, sehr kleinen Kanal. Oh, ich glaube, hier sind wir, oder? Ist das das? Aber, können wir hier rein? Nee, ne? Ich glaube, wir müssen nach da oben. Aber die Views sind bei Ember Moon eigentlich immer noch am höchsten momentan. Also das freut mich unheimlich. Also ich bekomme auch häufiger mal irgendwelche Kommentare dazu, Likes dazu, das finde ich sehr schön. Und wo ich eigentlich gedacht hätte, dass Ember Moon ja eigentlich so ein Nischenspiel ist, das wahrscheinlich nicht viele Leute interessiert, bin ich wirklich sehr positiv überrascht. Kommen wir rüber? Ja, das geht sogar. Normalerweise, wenn man dann ins Wasser geht, dann kriegt man so viel Energie abgezogen. Ja, wo müssen wir hin? Ja, das ist der Sumpf. Ach, ich speichere einfach nochmal. Sumpf. Na, komm schon. Wo ist?
Hallo? Okay, der hat gerade irgendwie meine Tastatur nicht akzeptiert. Ja, gut. Nee, aber das freut mich. Das finde ich super. Dass das Spiel wirklich noch richtige Fans hat. Ist das eine Blase hier vor uns? Ich bin mir nicht sicher. Ja, ist eine. Da ist es, oder? Nein! Oh, wir sind vergiftet. Ah, und zwar richtig jetzt. Da ist sie, Sumpflilie. Sehr schön. Nein, das war einfach, das war jetzt einfach schrecklich blöde. Wir haben hier vorne gespeichert. Weil ich möchte jetzt eigentlich nicht mehr nach Spannenberg zurück. Das ist eigentlich Quatsch. Nur weil ich da einfach mal so blöde jetzt einfach reingetapert bin. Genau, Sumpflilie. Die nimmt der Nelvin mit. Gut, und mehr war hier jetzt erstmal nicht. Das heißt, wir gehen wieder zurück. Am besten so, wie wir gekommen sind. Ohne irgendwo reinzurennen, bitte. Okay. So. Dann können wir hier wieder rüber. Noch ein hoch, genau. So. Kommen wir von hier? So. Es wird schon wieder dunkel. Warum wird es schon wieder dunkel? Na gut. Und da wir jetzt die Sumpflilie haben, möchte ich nochmal speichern. Okay, so. Puh, ja, wir müssen irgendwie zu so einer Gebirgskette hier. Ja, blöd ist nur, dass wir gar nichts sehen. So gar nichts hier. Irgendwo. Ah, das könnte schon richtig sein. Weil irgendwo kommt man rechts rein und das sah gerade gar nicht so schlecht aus. Ja, wir erholen uns gar nicht mehr. Okay. Ja, doch, doch, doch. Das sieht sehr gut aus. Ich meine, mich erinnern zu können, was das hier war. So. Und hier ist der Eingang. Sehr schön. Also, was steht denn hier? Neben der Tür befindet sich eine große Marmorplatte und auf dieser steht: Willkommen an der Lebensquelle. Möge der Würdige einen Nutzen aus ihr ziehen. Ja, dann müssen wir uns jetzt als würdig erweisen. So, wir haben irgendwo haben den Schlüssel hierfür. Also diesen Krypta-Schlüssel. Er hat ihn nicht. Aber Nelvin hat ihn. Da, Krypta-Schlüssel. Das ist ein sehr schöner Schlüssel. Was? Damit kann die Tür nicht aufgeschlossen werden? Ach so, mit dem... Ja, jetzt bin ich aber verwirrt. Also der Alchemist, der gibt uns einen Krypta-Schlüssel. Und er gibt uns diesen Schlüssel. Als ihr die Tür öffnet, hüllt euch der Duft von Frühlingsblumen ein und ihr hört leise, feierliche Musik. Okay. Das ist nicht die Krypta. Wo war denn die Krypta? Hm. Tempel der Gala. Hm. Gut, es ist ein Dungeon, also eine Ebene. Ja, sieht auch sehr feierlich aus hier. Ja. Wir gehen erstmal alles ab hier. Einfach mal zu sehen, wie es denn hier wirklich aus. Okay. Okay. Das ist eine unsichtbare Mauer. Gut. Ja, ich erinnere mich, hier waren ein paar. Oh, was ist das? Hier auch? Nee, so wollte ich mich gar nicht umdrehen. Mhm. Gut, hier ist eine normale Tür. Ja, das war jetzt in den alten Spielen jetzt vielleicht nicht ganz so gut gelöst, ne? Also die Minimap.
Map, die Automap, benötigt das leider, dass man das so macht. Okay. Da ist irgendwas Besonderes, hier können wir rein. Was sagt uns die Statue? Dies scheint eine Statue von Gala zu sein. Leider fällt durch die Fenster nur sehr wenig Licht in den Saal, sodass man sie nur ungenau erkennen kann. Tja. Ja, die Kerzen sind ja auch aus, ne? Okay, wir gehen mal hier rein. Und hoffen, ich hoffe mal, dass wir nicht sofort den ersten Gegnern hier entgegenrennen. Auf dem Tisch liegen ein großer, seltsamer Stein und ein langes Stück Eisen. Feuerstein und Eisen, das ist sehr gut. Ich denke mal, damit können wir dann direkt mal die Kerzen anzünden. Ich weiß nicht, wie viele das hier waren. Ich glaube 4. Ne? Ja, das sieht aus wie 4. So, wir stehen direkt vor der Kerze. Sind ein bisschen kleiner, ne? Es ist zwar mühsam, aber indem ihr den Feuerstein auf das Eisen schlagt, gelingt es euch schließlich, die Kerze zum Brennen zu bringen. Wir sehen uns. So, und bitte nochmal. Ja. Eine Kerze. Oh, was haben wir denn da? Hallo? Ja, durch die Kerze können wir aber zurück nicht, oder was? Als alle 4 Kerzen ihr Licht auf die Statue von Gala werfen, erstrahlt sie in einem beinahe überirdischen Glanz. Irgendwo in der Ferne meint ihr eine Stimme zu hören, die das Wort würdig flüstert. Ihr lauscht angestrengt, doch da wird das Flüstern von einem Knirschen aus nördlicher Richtung übertönt. Das müsste dann hier sein. Okay. Tief im Kristall tauchen seltsame Runen auf. Die kann ich gerade leider noch nicht so übersetzen. Ich muss mir die unbedingt ausdrucken, damit wir das alles lesen können. Das tut mir jetzt gerade echt leid. Ich glaube, die Runentabelle haben wir ja gekriegt. Aber ich muss mir die wirklich erstmal ausdrucken. Tja, was macht das denn nochmal? Vor euch befindet sich eine seltsame pulsierende Lichterscheinung. Soll Insta das merkwürdige Licht berühren? Insta streckt seine Hand in das pulsierende Licht, welches daraufhin nirgendwo verschwindet. Insta hat plötzlich das Gefühl, als sei er fitter geworden. Fitter ist sehr gut, auch für Insta gerade. Wir haben ja hier rechts irgendwo noch so eine Erscheinung gehabt. Beziehungsweise hinter irgendwo so einer verzaubernden Wand. Ich weiß noch nicht, was es tut. Okay. Ist das hier? Nee. Ein bisschen weiter nach links. Und da sind wir schon drin. Ich speichere nochmal. Aus der Gauner. Tja, was macht das? Erheblich gestärkt, ist auch sehr gut. Ja doch, das ist für Installer alles gut. Weil wir sind ja dann doch immer relativ vorne an der Front. Für Egil auch relativ wichtig. Aber der ist schon sehr stark. Gut, also, hier konnte man auch noch rein. Vielleicht ist da auch noch sowas. Insta, das ist zu klein. Wir müssen Nelvin nehmen. Der ist größer. Ach, schon wieder Runen. Mist. Ja, da muss ich definitiv dran arbeiten. Ach so, das sind hier so Drehscheiben oder sowas. Ja, ich wusste es.
Okay, wir gehen erstmal nach rechts. Okay. Das können wir machen. Schön finde ich, dass hier gerade noch keine Gegner sind. Das ist echt klasse. Nein! Was habe ich gerade gesagt? Das sieht nicht gut aus. Wobei, der tut uns gerade nichts, ne? Mist, also ich habe gedacht, hier wären... Oh, das ist nicht gut. Weil ich habe echt gedacht, hier wären Skelette und sowas. Die waren ja in der Krypta auch. Aber wo ist diese Krypta? Ja, wir sind ja nicht in der Krypta. Weil die Dinger hier, die waren so heftig. Ich erinnere mich daran. Da haben wir noch keine Schnitte gegen. Ja, plötzlich sagt eine körperlose Stimme, zeigt, dass ihr würdig seid. Bei diesen Worten kommen auf einmal Leben in die beiden großen Steinstatuen und sie greifen euch an. Boah, die waren heftig. Die waren so heftig. Ich glaube, die können 80 ab oder so. Und wenn die... Boah, 19. Boah, 13. Nein! Uiuiuiuiui. Ich glaube, schlafen schicken können wir die nicht. Nee, das war keine gute Entscheidung, das so zu machen. Wieso gelingt ihm das denn? Und die dürfen sogar zweimal zuhauen. Boah, Igel! Das macht keinen Sinn. Nee, das macht keinen Sinn. Da laden wir einfach nochmal. Ja. Insider nimmt das mit, okay. Nee, zum jetzigen Zeitpunkt, das sollten wir erstmal lassen. Okay. Ich will das mit der Krypta machen. Aber wo ist die? Die da bei den Orks irgendwo. Ich meine, jetzt haben wir eh keine große Wahl mehr. Wir müssen das jetzt mit den Orks machen. Wir können da dann hoffentlich auch noch richtig aufleveln. Ah, na guck. Das ist ein altes Windtor, glaube ich. Könnte nochmal wichtig werden. Oh, und es wird schon wieder dunkel. Ja. Gut, bevor wir dann zu den Orks gehen, möchte ich aber ganz gerne, dass es dann mal ein bisschen heller ist draußen. Baum. Kann ich auch mal irgendwas mit einem Baum?